dass hier so ein paar große Löcher rein. Ja, aber wenn du da jetzt Halter dran schweißt, dann kannst du wahrscheinlich das nicht mehr einspannen zum Lasern, ne? Also ich würde als Halter einfach nur Loch durchbohren, fertig. Ja, so wie das da also, ist. Also dass es austauschbar ist. So wie das ja. da ist. Das reicht alles. Müssen bloß gucken, ob man dann eventuell ja so, noch. Die müssen ja so aufgehängt sein, dass sie so. Ach genau, das ist ja eh auf einem Punkt. Die kommen, die kommen. Ja. Hier hinten ungefähr. Die müssen ausgewogen werden. Muss nicht. Nö. Nee. Muss ich auch schon? Nicht mittig sein? Er filmt schon. Moin. Ja, wir sind hier und haben uns wieder versammelt. Wir wollen viele, viele Dinge besprechen, neu machen. Die Fahrmaschine ist wieder dran. Krishan hat sich Gedanken gemacht mit dem Eisschlitten. Der Eisschlitten, es geht ja voran. Wir haben jetzt auf jeden Fall, in den nächsten Tagen kriegen wir die Propeller neu. Und Krishan hat hier schon mal neue Kufen ausgeschnitten. Die müssen natürlich noch einen geilen Schliff kriegen. Da müssen wir uns eine Maschine bauen vielleicht. Da müssen wir Funktionspunk von machen. Ja. Zwei Flexen. Ja. Irgendwas mit lauten Maschinen. Und ja. Hier müssen noch Geschwindigkeitslöcher rein. Hier Erleichterungslöcher. Sind gleichzeitig Geschwindigkeitslöcher. Aber das nur nebenbei. Jetzt noch. Ich habe ja vergessen, wo die Mütze neulich nicht gefunden, Jörg. Hast du die gefunden jetzt? Von Amts wegen bist du jetzt als Oberblech-Jörg, kriegst diese Mütze hier zugeteilt. Jörg-Mütze. Geil. Das ist Mütze Jörg, Modell Jörg. Wird die so angeboten als die Modell Jörg? Ja, das ist Modell Andi hier und das ist Modell Jörg. Soll ich die mal also aufsetzen? Jeder, der so sein möchte wie Jörg, kann sich dann so eine Mütze kaufen. Und dann denkt er vielleicht, er ist Jörg. Oder kann irgendwas mit Blech machen. Ja, genau. Ja. Das erhöht die Kapazität. Ja. Ich war extra beim Friseur, weil ich mir sowas schon gedacht habe. Sie sehen so gut aus, waren Sie beim Friseur? Ja. Toll. Die Jugend trägt das ja so. Genau. Ja. Oh, ich bin ja nicht mehr Jugend. Nein, mach mal ordentlich. Ich mach das mit Knautsch erstmal. Die muss man auch noch ein bisschen bearbeiten. Mach mal eine Anleitung. Du. Also erstmal anknautschen. Wird angeknautscht. So, dann. Mhm. Und wir können die auch vorknautschen schon. Ist natürlich im Preis etwas mehr denn. Ja. Das macht da der amtliche Vorknautscher. Ja. Gibt's doch, bei Snickers sind die doch, ne? Das ist so ein Vorknautscher in der Ecke, der knautscht die dann so. Mhm. Guck mal, geht, oder? Wunderbar. Die passt auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich das jetzt ab oder lasse ich das? Ja, weil du musst doch nicht so sein wie die anderen, mach das doch ab. Du musst nicht den Trend haben, Wir sind Funktionspunker und über den, da kommt das ab. Das können Sie hier auf die Fahrmaschine kleben. Ja. Also meine Kinder würden dich jetzt für bekloppt erklären. Das macht mal Wahnsinn, das ist die halbe Mütze kaputt. Wo kleben wir das denn jetzt? Zumindest nichts mehr wert. Ja, genau. Kaputt nicht, aber. Hier. Erstmal, ne? Ja. Lichttest. Ja. Lichttest. Lichttest 45. ADAC Lichtwoche. Ja. Gibt es das eigentlich noch? Gab das mal. Ja. Aber gibt es die Lichtwoche noch? Nee, weiß ich nicht. Die hatten doch früher so komische Sattelschlepper. Lichtgestalt. Ja. Und dann hatten die das konntest ihre Messung. Da hinfahren. Genau. So auf dem Exzessierplatz. Oder Plaza. Genau, da konntest du hinfahren. Ja. Licht an, Licht aus und dann Daumen hoch oder Daumen runter. Stimmt. Ja, und die haben ja auch so noch eingestellt, das Licht. Der mit den Einstellschrauben. Schraubenzieher hier. Ja. Dann hat hier so ein Schild, ADAC Lichtwochenmann. Lichtwochenmann? Hat er das Licht eingestellt. Boah, das war noch ein Service, ne? Aber es gibt es nicht mehr, ne? Nein, glaube ich nicht. Das geht doch heute. Du kannst auch nichts mehr mit der Schraube machen. Regulierung und all so ein Kram. Das machen die doch alles automatisch heute. Ja, das wäre so. Sollen wir nicht mal hier aufhören zu sappeln? Ja. Sollen wir anfangen? Ja. Ich lass die mal auf, ne? Ja, lass die bloß auf. Dann zeig doch mal, was ihr vorbereitet habt. Genau. Wo ist der Iro denn? Wir waren ja auch hier. Wir waren ja auch nicht untätig. Hier liegen ja noch Teile. Ja. So, hier kommen die zwei heiligen Könige mit ihren Gaben. Oh ja, schön. Ja. Guck mal, ich habe auch was gefunden. Ja, die Teile. Sehr schön. Schön, dass sie immer mal wieder weg sind. Dann sind sie wieder da. Dann liegen wo sind denn die Teile, die weg waren, Krishan? Das sind die hier. Gib mal die hier. Sind auch wieder da. Ja, auch schon eine Viertelstunde gesucht. Das sind ja Einlötteile. Die hat Krishan ja schon. Die kommen dann hier rein nachher. Die werden hier so reingelötet.
So, und jetzt das. Tu das mal als Handschuhfach. Ja. Geheimfach. So. Ja. Christian hat auch die Bohrung hier gemacht für den Ampermeter. 40er Bohrung, wo ist der Ampermeter? Vorne in der Schüssel. Liegt da irgendwo. Hier liegt er. Ja, den müssen wir gleich mal da reinsenken. Kannst du reintun. Da muss ich ja noch so einen Bügel bauen. Nee, der ist da. Der ist in der Schachtel da unten. Ah ja. Aber das Ding braucht noch ein Schirmchen. Ja, so. Da muss noch ein Schirm. So wegen der Sonne. Wegen der Wiederholung auch. Ja, muss ich auch wiederholen. So. Und dann haben die ja rumgemeckert, ne, dass das nicht gut aussieht. Ich muss ja sagen. Ja, jetzt vor allem mit den Erleichterungslöchern. Ich meine, jetzt können die ja meckern, ob es gut aussieht. Aber ich bin der Meinung, dass es gut aussieht. Ich finde auch. Die Maschine könnte Raptor heißen. Raptor, der Raptor. Aber gibt's ja schon. Nee, so heißt das, ein komischer Ford-Pickup. Ja, und der ist voll hässlich. Nee, was hattest du letztes das Mal Reptilium. Gesagt? Das Reptilium. Die Gurke. Ja. Der harte Gurke. Ja. Das Reptilium, das ist doch total geil. Ja, findest du? Ja, ich finde das gut. Reptilium. Nee, Reptil nur. BSA Reptil. Oh, aber guck mal, das sieht doch klasse aus. Und jetzt ist das nämlich so weit, dass wir hier das ganze Ensemble hier. Ensemble. Das Ensemble. Dass wir das hier weiterführen müssen. Ja, weiterspinnen. Und das, wie du schon sagtest, ist die Applikation der ganzen Maschine. Ja, das ist das Design, was sich auch fortsetzt. Ja. Auch bei dem Schutzblechhalter. Ja. Den machen wir jetzt nicht mehr aus Rohr, sondern auch gelochten Flachhalter. Der sitzt nachher so. Hier nehmen wir einen dicken Tee. Noch einen dicken Teeträger hier lang ziehen. Ein Doppeltee. Ja. Aber und dann auch wieder mit Löchern. Jetzt sieht das doch filigran aus. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ne? Finde ich auch. Also ist nicht jedermanns Sache. Nee, Krischer. Ja. Offensichtlich. Und hier kommt jetzt. Und Rücklicht noch, ne? Flat Iron kommt hier hin. Ja. Heißt das so? Flacheisen. Ja, Flacheisen. Oder wie sagt der? Der Engländer sagt Flat Iron. Sagt der? Hm, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Und ich der Franzose vorstellen. Dann Iron? Iron? Flatiron? Ja. Flatiron? Flatiron. Flatiron. Und hier eine petit peu Flatiron. Ja. Oh, Flatiron-Maschine. Maschine le Flatiron. Jetzt bleib doch mal sachlich. Ja. Du hast angefangen. Mann. Ja, genau. Nee, du hast angefangen. Spur mal zurück, du hast angefangen. Mann, der Kameramann lacht. Ja. Also wahrscheinlich, weil er Französisch kann. Flatiron, Iron. Aber du kannst Französisch, das ist doch schon mal gut. Ja. Bonjour, bonjour, je prends français, je bras. Le bonjour, mon Jean Verrier, je bras. Ja, die Fresse hier. Die Carburateur. Carburateur. Was? Das ist lustig, ne? Habe ich meiner Mutter erzählt, wir haben Französisch gelernt. Und dann sagte sie, ja, was kannst du denn schon? Dann habe ich irgendwie an so einem Kauder angefangen. Je prends, je prends, range le mise, so. Ist ja wie Französisch, ne? Ja. Und meine Mutter. Super, toll. Oh, du bist ein Talent. Ja, sollen wir nicht mal arbeiten? Ja, ich brauche Unterlegscheiben und Kreppband. Dann simuliere ich mal den Abstandhalter mit zwei übereinander gelegten Unterlegscheiben. Okay. Dann richten wir das aus, heften das hier vor Ort oben und unten an. Und dann haben wir schon mal die Basis, wie das gehört. Ja. Gib her. Ja, echt? Ja. Also. So scheißegal. Schere. Irgendwo. Die hängt Schere in die kleine. Da, ah, sehr schön. Direkt vor die Nagelschere. Hm. Super. Alles da. Ich würde am liebsten erstmal hier. Achso, da habt ihr noch. Ich habe ihn hinten jetzt ganz leicht angehoben, ne? Ja. Boah, das war auch ein schöner Hefter jetzt. Ja, oh, der sieht gut aus. Ist er noch gerade? Das riecht hier schön nach Teppich. Mm. Die riechen alle gleich, ne? Jo. Ganz, ganz leicht rüber. Ne, so. Wissen wir denn, ob der Tank in sich auch gerade ist? Ja. Das können wir ja nachher noch. Nee, das müssen wir jetzt. Das müssen wir jetzt. Der darf ja nicht schießen. Der muss er weiter, wenn ich das so sehe, muss er weiter hier rum noch. Also ich würde sagen, der ist relativ senkrecht. Aber du kannst ja auch diesen Winkel musst du gucken und dieses zu dem. Also dann er ist zu dir rübergekippt, auf jeden Fall. Ja. Der muss weiter so rum, ne? Ja, ist die Frage, ob jetzt der Tank weiter... Tank jetzt. Sonst müssen wir den Tank von unten mal hochmessen.
Du brauchst ja irgendeinen Referenzpunkt. Aber die Maschine steht ja auch nicht gerade so. Das kannst du jetzt auch nicht messen. Das musst du per Auge. Die steht ja sowieso nachher so auf den Seitenständer. Wir richten den Tank ja nachher aus mit diesen Halterungen und dieser Irokese muss jetzt eigentlich ja nur im rechten Winkel zu diesem stehen. Erstmal. Ja, aber wenn du so von hier guckst, ne? Ist ja so rübergegangen. Ja, du musst ja auch irgendwo festlegen, wie der Tank nachher sitzt. Also so oder so. Ja. Oder wird er. Aber er muss trotzdem rüber, ne? Er kippt ein bisschen zu der Seite. Der muss dahin, muss er sowieso schon mal. Kannst du ihn ein bisschen ziehen nachher? Ja. Ey, das wird. Hat er was gemacht? Ja, schon besser. Oder ich muss noch mit dem Hammer mal draufhauen. Guckst du mal? Ja, der Tank muss insgesamt so darüber. Mhm. Weil dieses Ding hier, der muss ja auch zu. Der muss mittig sein, ja. Ja. So gefällt mir das schon gut. Der Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen. Das Genie beherrscht das Chaos. Da ist was Wahres dran. Da ist was dran, ja. So, Christian, du musst die Finne mal mit der Zange. Sollen wir Nils noch anrufen? Dass er auch noch kommt und hält. Oben noch mal hält. So oben festhält, ja. Und hier Lackier-Jürgen noch? Ja, Nils will hier erstmal aufs Essen erstmal haben. Essen. Ja. Hier, guck mal, der Strich, der muss auch weiter rüber. Der muss dahin. So. Nee, das ist zu weit. So. Und woher weißt du denn, dass du hier in der Mitte bist? Mit dem? Zwischen den beiden. Ach so, okay. Bohrungen. Ja, weißt du was? Du kannst ihn da auch anheften, dann können wir ihn immer noch verdrehen. Ja, dann haben wir so einen Punkt, wo wir den. Ja. Oh, super. So eine Art Scharnier. Ja, Hebel. Ein Schweißpunkt-Scharnier. Oh, Scheiße. Schöne Blech. Hat er? Ja, hat er. So, und jetzt kannst du den mal in deine Richtung verbiegen, ein bisschen. Nee, mehr hier unten. Das krieg ich auch noch. Das krieg eine Welle. Gucken, was er macht. Ja. Aber der muss doch insgesamt so weiter rüber. Ja, gut, ja, das können wir. Guck mal hier, da sind wir ja noch flexibel. Okay. Ach so, wegen den Fetten. Ja, ja, hier. Soll ich mal kriegen? Wegen ihn. Nee, andere Richtung. Nein. Jetzt muss hin. Der muss doch da. Ja, so ist er doch gut. Ja. Nichts. Nee. Ja, er sollte hier schön gleichmäßig sein. Ja, ist er jetzt. Gut. Wie kann man denn bestimmen, ob das so im Waage ist? Das ist unheimlich schwer, ne? Weil das Motorrad muss gerade stehen, der Tank muss gerade drauf sein. Ich könnte ja meine Lote hier runterhängen, aber dann muss das Motorrad erstmal ausgerichtet werden. Das ist alles viel zu viel Arbeit. Ich glaub, wir müssen mit unseren optischen Augen arbeiten. Mit den optischen Augen? Hast du optische Augen? Ja. Zwei sogar, ne? Ja. Mhm. Also man muss mit der Optik arbeiten. Ja. Guck mal, wir haben ja sechs optische Augen hier. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Und einen Kameramann. Optisch gucken. Ja, das ist doch schon richtig. Ja, ja, guck mal, du siehst ja die beiden Striche. Nur jetzt müssen wir bloß wieder aufpassen, wenn wir das jetzt hier wieder ankören, weil wir da oben haben wir diesen Fehler gemacht mit diesem Versatz. Mhm. Das, weil wir wollen ja diesen Abstand haben vom Blech zum Tank. Ja. Ich glaube, hier ist das relativ unproblematisch, ne? Aber bei denen. Da, wo die Schläge sitzen. Ja, ja, vor allem, weil wir auch hier so richtig geil in die Kante reinkommen. Aber das war ja mit Absicht, ne? Ja, war mit Absicht. Jetzt müssen die Abstandhalter da weg, weil da genau zumindest die Anzeichnungen rankommen. Dann brauchen wir einen weißen Edding. Und du wirst ihn auch so schräg haben. Genau, deswegen muss die eine Seite bananiger. Auch mit der Rundung so. Ja, ich kann das nicht. Nee. Bananige. Okay. Ja. So, jetzt müssen wir die Löcher da anzeichnen. Ja, dann müssen die Scheiben da leider unter raus. Ja. Oder verschoben werden. Hier geht's, ne? Da geht's. Mit dem weißen Edding durchzeichnen. Boah, das ist schön bauchig geworden. Ne? Ja, mit der Nibbelmaschine. Ja. Aber der Ampermeter passt noch gut so rein. Was? Ja, da habe ich auch gedacht, ob das eine Arbeit, die Wölbung, das passt ist. Weißt du was, wir können die einfach rausnehmen, er hält sich ja von alleine jetzt auf dieses Niveau. Die lass mal, weil die sind Anschlag hier, aber die oberen können raus. Ja, Chef. Gut, hast verstanden, ne? Jo. Guck mal, ich habe hier eine leichte Rundung,
damit das nicht so spitz ausläuft, weil ja. man sowieso nicht ja. festgeschweißt ja. kriegt. Das brennt ja weg. Das heißt, da, wo die Frau rechts ist, ist dann Ansicht von oben. Oh, der Keil. Weißt du was? 2 Millimeter. Darf ich mal was anmerken? Mal sehen, gerne. Ob ich recht habe. Der kommt ja so hier hin, ne? Da kann man es gar nicht mehr drauf gucken, oder? Wäre eigentlich schön, wenn diese Finne hier so weitergeht und da endet. Ja, kann man so noch, Aufschweißverfahren. Ja. Ja. Oder wir machen die da hin. Ach nee, das geht nicht. Das ist zu weit weg. Muss da über dem Tacho sein. So ist gut, ne? Sonst hast du ja keinen Regenschutz. Nee. Machen wir denn nicht jetzt schon wieder den Fehler? Nee, wir haben ja den Abstand, haben wir jetzt ja, ja hier. Und die Löcher sind ja auch extra ein bisschen größer, damit wir so ein bisschen Spiel haben. Ich bereite schon mal die Bohrmaschine fertig, klar. Wir brauchen erstmal einen Körner und einen Hammer. Ja, Chef. Gut. Das passt alles ganz schön, Andi. Ja, passt gut. Aber weißt du was? Um den Tank abzubauen, will ich ja nicht extra dieses Teil abbauen. Ja. Wir müssen ja an die Schraube rankommen. Also müssen wir von hier eine Schraube reinmachen. Ja, dann musst du die Lasche unten verlängern. Und dann machen wir das so, dass wir, Christian muss jetzt eine Schraube drehen. Können wir ja nicht, ne? Ja, dann können wir andere Sachen machen. Die mit dem Absatz da unten festklemmt. Das, was die Schraube da drin jetzt macht, macht dann ja. eine verlängerte Schraube ja. einfach. Die kann ich hier ruhig so ein bisschen breiten Bund haben, damit das Gummi ist ja da unter. Ja, genau. Die können, mhm. Aber so, dass du sie hier durchkriegst. Ja. Die muss ja hier durch die Bogen ja. durchpassen. Ja. Ja, ja, gut. Oder wir machen eine Schraube, die gleich dicker ist. Also sozusagen ein Bolzen. Und dann Gewinde. Ja. Und hier oben entweder Schlitz oder irgendwas. Kann man auch machen. Weil sie hier oben nicht klemmt. Das Ding hält ja von alleine. Das soll ja nur durch, damit es da unten festmacht, ne? Ne, dann machen wir die Lasche länger da und dann so eine Schraube. Die finde ich besser da. Ja. Das Modell hier. Das Modell, gut. Modell A. Besorge ich Ihnen, Herr Feldmann. Gut. Und wir haben hier einen anderen Winkel, ne? Als ja. die Schraube da unten. Also so. Ja, den biegen wir uns dann ja so hin, die Lasche. Ja, nur das. Ja, Moment. Geht wieder mit dem Gummi nicht. Das Gummi muss da unten ja trotzdem sein, als, ja. als Anti-Vibrationsbauteil. So, dann mal rein. Süß. Warte mal so. Ne, so rum soll ja. ja, genau, so ist etwas flacher. Ja, geil. So ein bisschen Waldfee-mäßig, ne? Ja, und ist eine Waldfee-Applikation. Ja. Die Waldfee. Die Waldfee-Idee. Hier muss ein kleiner Steg noch hin. Mhm. Dass du die verbindest. Ja. Ja, muss ruhig etwas weiter runter. Braucht man gar nicht, ne? So. Oder du lötest eine Kugel hin. Eine etwas größere. Oh, könnte ich machen. Ja. Eine Verkugelung. Eine Verkugelung. Ja. Könntest du liefern? Ja, könnte ich liefern. Ja. Aber das sehen wir denn. Das ist schon mal gut so. Habe ich das gut gemacht? Ja, ja, Christian. Toll. Kommst nächstes Mal wieder mit. Wie statt guter Wauwi. Ja. Und hat so. Er nicht mal die Drehmaschine für angemacht? Nee. Ging so, ne? Ja. Gut. Wunderbar. Nächster Auftrag? Lasche. Lasche. Lasche? Die Lusche macht die Lasche? Die Lusche macht die Lasche. Sag mal, Andi, sollen wir da noch Erleichterungslöcher reinmachen? Habe ich doch schon gesagt. Na klar machen wir da Entleichterungslöcher rein. Das wird doch sonst viel zu schwer. Die sind ganz schön schwer. Ja. Außerdem sieht er sportlicher aus und passt ja, besser. Ja, aber da sind auch Löcher drin. Aber ich weiß ja nicht, Bohren ist ja wohl grausam in so Edelstahl. Das muss auch Wasserstrahl geschnitten werden. Oder gelasert oder so. Ja, das macht Christian schon. Ich male mir mal ein Design hier hin. Du kannst ja selber dein Design. Soll ich auch ein Design machen? Ja, jeder. Und dann nehmen wir das, was besser ist? Das, was die Fans sagen, was am besten ist, das ja? wird denn genommen. Okay. Ja? Ja. Ich muss bloß den Punkt haben, wo die Kufel festgeschraubt wird. Das ist genau, ach ja, jetzt sagte Christian ja, hier ist dieser Buckel hier oben, siehst du das? Ja, und da ist und die. Da so ein Stück weiter runter und hier muss ungefähr die Halterung hin. Wo denn? So oberes Drittel? Guck mal so, das siehst du doch, wenn das ist denn so passt, ne?
Okay, das ist aber ziemlich weit oben. Da also ungefähr. Diese Stelle muss auch noch stabil bleiben, dieses hier. Dann machen wir mal so. So, mehr Voraussetzungen brauchen wir nicht. Habe ich es auch so gemacht wie du? Ja. Gut. Ja. So, ja, wollen wir mal gucken. Ich kann das jetzt nicht so aus dem Stehen, aber müssen wir jetzt so machen. Du musst eine Ansage machen. Also es müssen nicht Löcher sein. Nee. Und wer stimmt das ab, welches wir nehmen? Die Fans machen das. Ja. Die Community stimmt das ab. Ja. Ja, wollen wir das jetzt frei Hand machen? Oder ja, wie? Wir machen das jetzt frei. Ohne Hilfsmittel? Ohne Hilfsmittel. Ey, ich habe gesehen, du hast da ein Hilfsmittel eingesteckt. Wo kommen wir denn? So ein paar Linien ziehen. Oder na gut, ich mache Freihand. So. Gut. Ich habe jetzt eine Idee, eine Vision. Ich auch. Ich habe auch eine Vision. Wie mache ich das denn? Wissen wir auch, wie erst der fertig ist denn? Das ist egal. Markierst du noch, was weg soll? Ja, so, dass man das vielleicht ein bisschen... Soll ich das auch machen? Nee, sollst du nicht, kannst du. Und bist du im Vorteil nachher? Du verlierst auch nicht Kerle, wa? Vorhin nicht gegen dich. So, jetzt lass mal gut sein. Man kann das ja erkennen, was man wollte. Fertig. Ja, ich auch. Geben Sie bitte Ihre Stifte ab. Ich schreibe hier Andi hin. Hä? Ich schreibe hier Andi hin. Gut. Wo denn da? So. Das ist deins. Da ist nicht so viel Gewicht drauf, aber trotzdem, ja, meins ist so. Ich finde deins aber besser. Zuerst wollte ich das auch so machen, mit so Dreiecken. Immer so Dreiecke, Dreiecke, Dreiecke. Aber das ist geil. Ja, jetzt müsst ihr entscheiden. Was wir nehmen sollen. Blau oder schwarz. Ja. Oder Andi oder Jörg. So, jetzt aber weiter mit der Fahrmaschine. Das war nur ein kleiner... Ja, am Rande. Das mit dem Eischnitt muss ja auch irgendwie weitergehen. Und vor allen Dingen, Christian muss sie mitnehmen zum Lesen. Deswegen brauchen wir eine Entscheidung. Ich pack die ein. Ja. Weitermachen. Hier ist der Tank. Einmal blank. An den Stellen, wo wir dann nachher können. Wo hast du denn die Lasche? Wo ist der Laschet? Laschet. Luschet. Und der hört hier so ungefähr auf. So hatte ich das. Ja, weißt du das? Mhm. Ja, guck mal, da muss jetzt die Lasche ran. Ja, das würde ich sagen, du schweißt jetzt. Mensch, was hast du die Lasche schön gebaut? Aber wirklich, ne? Aber wirklich. Aber soll ich dir was sagen? Ich meine, wie hast du denn diese Rundung gemacht? Gelernt ist gelernt. Oh, lass mich mal die Rundung sehen. Ich bin vom Fach. So ein Rundungsmechaniker? Ja. Rundungsmechaniker. Nee, die können wir da gleich mal anhelfen. Die darf nur nicht zu lang sein, dass wir hier hinten nicht... Nee, und was ist mit dem Gummi da, oder?
Ja, das musste unter. Wo ist denn das? Ach so, das Gummi, oh Gott. Ist das im Eisfach? Nein, wo ist das Gummi denn? Hier ist auch was unter. Ich mach das jetzt mal größer, ne? Mhm. Die Bohrung, das ist eine gute Idee. Und wir hatten ja gesagt, das soll abschließen, ne? Mit, ja, die könnt ihr schon mal anheften. Hinten. Das Gummi muss ja hier unter. Praktisch so. Mhm. Ja. Jörg, du kannst auch gut schweißen. Hab ich gehört. Willst du hier dein Gewinde reinmachen oder willst du hier eine Buchse setzen? Nee, Gewinde. Nö, ich würde direkt. Habe ich da Gewinde. Doch auch gemacht. Ja. Ja, gut, da ist ja eine ordentliche Fläche, aber hier. Hast du da genau, kannst du da genauso machen. Schauen wir mal. Bist du angstfrei, ne? Ja. Kennst du nichts, ne? Warte mal, ich muss das so machen, dass der. Die da so ist. Wenn wir wissen, welche Höhe das ist, würde ich das durch den Gumminupsel anzeichnen. Ja, ich würde auch sagen, wir peilen noch einmal gleich hier hinten rüber, dass wir da. Ja, da müssen wir hin. Das ist ein Martin. Guck mal, wie schön er das macht. Da drei so eine. Oh ja. Drei so schöne Späne. Das habe ich noch nie gesehen. Nun bin ich gegen. Der ist auch nagelneu, der Gewindeschneider. Habe ich zu Weihnachten gekriegt. Geil. Ne? Das soll nur du benutzen, ne? Ja. Atme. Schnipp. Manchmal liegen die Nerven auch blank. Echt, wa? Ja, mit euch. Weil wir so schlimm sind, ne? Nee, ja. Weil das alles so toll läuft hier. Gut. Das sieht doch gut aus. Für eine Angstschweißung gut gemacht. Ja. So, guck mal. Stecken passt hier. Noch 1A. Oh, geil. Hat viel Schönes. Oh. Oder? So ein bisschen Nautilus, ne? Ja, aber da sind noch Zacken dran gewesen. Ja, sollen wir noch was dran? Nee. Reicht jetzt. Dann schlitzt du die nachher wirklich auf. Ja. Ist das alles mittig denn? Ja. Oh, Mensch. Ist das geil? Mhm, der muss wieder. Schön aus. Selbst der Zeiger ist mittig. Ja. Mach mal ihn hier rauf. Ah ja. Weißt du was, wir machen jetzt mal Pause. Ja. Schon wieder? Ich habe auch Hunger. Wir beenden mal wieder was. Wir machen nachher weiter. Wir machen später weiter. Tschüss. Ja, wir hatten ja jetzt einen Tag Pause und jetzt sind Christian und ich hier ganz alleine in unserer schönen Werkstatt. Da sind wir wieder. Und wir wollen endlich mal die Arie Tank. Genau. Was wir da alles rangelötet haben. Tank die 47. Ja, so sieht das aus, ja. Echt. Nee, und das wollen wir jetzt mal beenden. Wir wollen keine Folgen mehr machen mit dem Tank. Geht einem nämlich auf den Sack langsam. Nee, da haben sich auch so viele beschwert. Der wird ja zu schwer, das Motorrad. Der nicht ganz dicht und Tank dann. Ja, geht doch nicht. Das stimmt, nee, und jetzt, stimmt ja latent auch, oder? Ja, ich habe ja, wo der Kameramann nicht da war, habe ich ja hier noch den Kugelstock gebaut. Stimmt, du hast Hausaufgaben gemacht. Ich habe Hausaufgaben gemacht. Andis Hausaufgaben. Ja, Kugelstock. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Messing raufgelötet. Da auch. Und dann haben wir hier, Christian, deinen schönen Wasserabweiser angelötet. Und hier die Tankhalterung. Da habe ich noch so ein Teil gedreht, wo hier denn der Tank schon befestigt ist. Mit Wendeplatte dann, oder wie? Habe ich mit Wendeplatte gedreht. Habe ich ja auch schon angefangen. Das ist jetzt die Vollendung. Und dann sind wir auch durch damit. Das wird wahrscheinlich noch eine Folge Tank geben. Wohl oder übel. Ja, Lackierung und so weiter. Aber jetzt wollen wir euch erstmal nicht mehr damit belästigen. Ja. Wir machen jetzt, wir vollenden das jetzt. Hier habe ich schon die Dinge angeschweißt. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht gut aus. Jetzt, müssen wir, jetzt machen wir das hier auf dieser Seite. Ja, ich habe die Stücke schon in der Hand. Ja, Christian, ich mache hier nochmal einen Hefter, ja. Damit der nicht abhaut. Ich guck mal weg. Nee, guck du mal, ob der gerade, die Gradität. Die Gradität? Ob er jetzt so. Eigentlich ist er gut so. Ne? Der Gradient ist gerade. Die Mittigkeit musst du hier beobachten. Ja. Zum Lenkkopf hin. Ich mach mal hier jetzt noch ein Hefte. Ja, ist an. Und dann mach ich hier nochmal ein Hefte.
Und das verlöte ich aber nachher. Ja. Dann lass mal hier die Bloody Iron Pads mal anbraten. Dann lass das mal machen. Wollen wir mal unten anfangen? Ja. Guck mal, der steht jetzt hier aber ganz anders. Den müssen wir noch mal einmal... Der muss noch ein bisschen gebogen werden. Hier steht aber auch rechts oben dran. Der, da steht rechts oben. Ach, das ist ein U. Ja. Rechts unten. Das ist ein U. Nee, dann muss ich den noch mal... U. Der muss ein bisschen mehr gebogen werden, so wie... So wie drüben. Ja, der muss ein bisschen... Aber der andere funktioniert wunderbar hier. So, ich muss den noch mal ein bisschen klöppeln hier. Sollen wir mal gucken, ob der jetzt passt? Sollten wir. Wer war das? Der Utere. Der Utere. Ja. Den halt mal ran, Christian. So. Der sieht dann so aus. Und kommt auch nicht unten gegen die Schraube, ne? Nö. Soll ich mal die Finger wegnehmen? Ja. Nö, geht. Ich muss hier erst unten heften, weil ich da ja sonst keine Masse habe. Die Masse herhole. Ich guck mal weg. Ja. Hat ihn? Fühlt sich gut an. Ich mach nochmal einen hier. Ja. Jetzt ist er ja nur geheftet. Ich löte das hier gleich noch alles schön. Aber das war ja genau mein Bestreben. Guck mal, dass der so schön in Gummi aufgehängt ist. Da kann dem Tank nichts mehr passieren. Irgendwie wir müssen jetzt auf jeden Fall dran denken, Andi, dass wir die Gummis rausnehmen. Sonst haben wir nämlich gleich nur noch. Mach ich. Da hast du ja Gewinde reingeschnitten. Da habe ich Gewinde reingeschnitten. Hätte gar nicht Not getan. Nö, eigentlich hätten wir das auch nur durchstecken. Und So, ich löte. Kommst du mit und hältst mir die Kugel ran? Ich halte sie. Ja. So, dann fange ich hier mal an, wa? Beim Löten kann man immer viel schöneren Verlauf hinkriegen, als wie man das Schweißen hat. Unbedingt. Das ist ja so wie Spachteln, du. Kriegst du jede Unebenheit raus. Überdeckt den ganzen Fusch von vorhin, ne? Ja. Und jetzt sieht das so sauber aus. Keine Sorge mehr sehen. Nee. Guck mal, jetzt habe ich das nicht warm genug gemacht. Das muss erstmal richtig... Naja, es läuft uns nicht. Schön warm sein, da. Und gerade das dicke Material. Aber hier bei so dicken Sachen ist das schon... Das 1A, ja. Messingstab einfach. Fertig. Pures Messing. Ja, und mit dem Quatsch kannst du ja alles Mögliche am Tank festmachen, ne? Na, Kameramann, ist das gut? Nick mal. Ja, finde ich das auch gut. Das ist schön. Was ein Gebilde, wa? Gewinde, ne? Doch, ne? Ja. Muss ja für irgendwas gut sein. Ja. So. Bist du weit? Ja. Bei mir ist er eingeschnöpft. Jetzt brauchen wir noch eine Mutter. Ach, habe ich hier auch. Hast du auch eine? Ja. Ja. So. Und jetzt noch hinten die große Schraube. Wo ist die? Liegt da bei dir? Und da. Da ist das Gummi. Guck mal, der muss genau so gerade mit in der Flucht. Mit dem Tiger, mit diesem Kamm, genau in einer Flucht stehen. Und vorne auch mit dem Pinorek auf der Lampe.
Sonst, wenn du das schief hast, fährt die Maschine auch nicht gerade. Das Ganze musst du immer gegenlenken. Jetzt sind echt, das ist formvollendet. Ja, gut. Eine schlüssige Sache. Hier muss nur ein Tacho rein noch. Ja. Apropos Tacho. Ah, hast du die mit? Ich hab die mit. Oh, lass mal sehen. Soll ich mal holen? Ja, hol mal. Also das ist jetzt eine europäische Ausführung, weil die in Stundenkilometern ist. Normalerweise ist er in Meilen, ginge dann bis 100 Meilen. Und du hast hier oben den Gesamtkilometerzähler. Der hat jetzt also 71.633 Kilometer gelaufen. Und hier unten ist der Tageskilometerzähler, der geht dann bis 99,9. Und hier ist ein Nullsteller. Da kann man genau. Oh, ist das toll gemacht. Ja, ja. Der hat. Was ist das denn noch? Ist so der hat eine Schleppnadel. Und zwar, wenn du hier reinguckst, siehst du, dass da zwei Nadeln übereinander sind. Ja. Und wenn der Tacho jetzt loslegt und so sich in Richtung Höchstgeschwindigkeit dreht, dann nimmt er diese Schleppnadel mit und die bleibt dann auf der gefahrenen Höchstgeschwindigkeit stehen. Ist das geil. Das haben die angeblich gemacht von der amerikanischen Polizei, damit sie, wenn sie einem hinterhergenagelt sind, wie die Blöden, können sie gucken, wie schnell der gefahren ist. Dann konnten sie hinterher sagen, hey Mister, du bist zu schnell gefahren. Guck mal, bis dahin, so schnell mussten wir fahren, um dich einzuholen. Den hätte ich aber gleich abgerissen, den Zeiger. Also, sonst bist du ja ewig dran. Können sie dir immer nachweisen. Das ist ja wie ein Fahrtenschreiber. Ja, und dann haben sie hier einmal auf den Knopf gedrückt. Ja. Und dann wurde innen drin die Verschnöpfung da irgendwie gelöst. Und dann ging er wieder auf Null zurück. Ja, toll. Aber den habe ich nur mitgebracht, weil du ja dachtest, den meine ich. Den meinte ich aber gar nicht. Nee, ich dachte, du hast mir einen mitgebracht. Aber nee, ich krieg wieder nichts. Du kriegst wieder nichts. Das ist ein englisches Ding aus Coventry. Der wurde erfunden von einem Herrn Barney Bonnichsen. Der wohnte gar nicht weit weg von hier. Der ist geboren in Dänemark, in Boff. Ach was. Direkt an der Grenze bei Kruzor hier, 40 Kilometer Luftlinie entfernt. Das nennt sich nicht Boff, sondern das heißt Bau. Bau. Ja, das ist auch das Schwimmbad. Ja. Und das Geile ist, du dachtest ja, der neulich wäre schon kompliziert. Ich habe jetzt mal einen, da können wir reingucken. Ah. Weißt du, wie der Vater von Barney Bonnichsen hieß? Nö. Ahnst du nicht. Bonnick Bonnichsen. Das ist kein Witz. Der hieß echt Bonnick Bonnichsen. Geil, ne? Witzig, du. Guck mal, so sieht das Ding von innen aus. Das ist hier die Luxus-Edition von dem Ding mit 100 Meilen Höchstgeschwindigkeit, zwei Zeiger für die Geschwindigkeit, eine Uhr. Da kannst du deine Fahrzeit sehen. Ja. Und hier kannst du sehen, wie viel Kilometer oder Meilen in diesem Fall du gefahren bist. Da kannst du also sehen, das Ding steht jetzt hier auf, keine Ahnung, kurz vor eine Meile. Das heißt, du hast jetzt nicht ganz eine Meile gefahren. Ja. Und jetzt können wir noch mal gucken. Ich habe noch den einen. Der ist hier, der ist ganz, ganz, ganz gut heil. Dann kann ich dir mal. Hast du einen Akkuschrauber irgendwo, der funktioniert? Soll ich mal losfahren? Guck mal, das sind immer zwei Zeiger, die sich im Abstand von ungefähr 5 Sekunden auf die aktuell eingefahrene Höchstgeschwindigkeit einstellen. Und wenn du da drauf guckst, dann wirst du schwindelig. Ja. Ja, was soll das denn? Soll ich mal schneller fahren? Der geht auch, wenn er rüber geht über 100, dann zeigt er die Geschwindigkeit über 100 an. Der geht dann auf 110 Meilen, 120 Meilen. Unten misst er ganz einfach die gefahrene Gesamtstrecke und hier misst er jetzt die Strecke in Meilen und da die Zehntelmeilen, die du gefahren hast. Wahnsinnig, was die gebaut haben. Ne? Ja, das ist, glaube ich, echt der geilste Tacho, der jemals erfunden wurde. Meinst du? Ja. Der Typ hat das eigentlich perfektioniert. Ja, VDO ist ein Schiss gegen. Was? Ja, die arbeiten ja meistens so mit Fliehkraftgewichten und die arbeiten total unexakt. Und er hat sich eben gedacht, Geschwindigkeit ist ja irgendwie Strecke und Zeit. Mhm. Und das hat er kombiniert in dem Ding hier. Toll.
Grishon hat ja ein hohes Wissen, was Tarot angeht. So, ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Was? Beschränkt sich auf Tachos. Haben genug gemacht heute. Ja. Die stecke ich wieder ein, die nehme ich wieder mit. Ja, nimm mit. Ich habe da jetzt keinen Bedarf. Ich kriege ja meine Tachos. Ich habe die ja weggeschickt zum Reparieren. Und dann kriege ich meinen Smith-Tacho. Der gehört ja auch da rein. Ja, so, tschüss, Männers. Und Mädels. Bis nächstes Mal. Wir machen jetzt mal wieder Pause. Mhm. Ist wieder soweit. Ja, wir können mal ein Bier trinken. Können wir eigentlich mal ein Bier haben, ne? Ja. Dringend notwendig. Tschüss. Tschüss. Heizdrahtanzug gebaut. Der hat in Eiseskälte, der hat in Eiseskälte in seiner Wohnung gehaust. Das war ihm scheißegal. Hauptsache das Wasser ist nicht eingefroren. Und er hat so ein Kabel, so einen Schlauch gehabt und hat sich einen wie Heizdeckenanzug hat er angehabt. Der hat nie gefroren. Also in so einer Art Karnickeldraht eingewickelt, zwei Pole ran, links, rechts. Ja. Und Verlängerungskabel. Und dann immer durch die Wohnung. Der war bestimmt auf so einer Heizdeckenveranstaltung und hat sich erstmal 5 Heizdecken gekauft und hat die zusammengeknotet. Ja. Der hat einen Heizdeckenanzug gehabt. Naja, das gibt's ja mittlerweile auch für Stiefel. Für Socken und Motorradfahrer können doch auch beheizbare Handschuhe. Und es gibt richtig Stiefel, da ist dann so ein Akkupack irgendwo an der Seite. Und dann hast du auch so eine Art Heizdraht da drin, auf Akkubasis, und hast warme Füße. Und kennt ihr noch von früher diese Taschenwärmer aus Blech? Ja. Wo Feuerzeug, Benzin in Watte reinkommt, dann kommt so ein längliches Ding. Taschenofen. Und hast du den angezündet und dann hat er nur noch so geglimmt. Dann hast du die Kappe drauf gemacht und das Ding in die Tasche gesteckt. Das hatten wir als Kinder. Das hatten wir als Kinder. Da sind wir immer Schlitten fahren gewesen und hatten immer unseren Blechofen da in der Tasche. Wie so ein Flachmann sieht er ja aus. Mhm. Gibt es ihn noch? Ich hatte lieber in groß. Ja. Ich hatte das immer gegen Flachmann ausgetauscht. Ach so. Hier, willst du mal einen Taschenofen haben? Schnaps ging auch, ne? Schwärmt von innen, ne?